Bayerische Gartenschau, das ist halt nicht nur Pflanzen, sondern manchmal müssen da auch noch andere Arbeiten gemacht werden, wie zum Beispiel hier das Fenster putzen. Ich stehe jetzt hier vor dem kleinen Häuschen, das ist der Regionalpavillon der Bayerischen Gartenschau. Da drin stellen sich die Landkreise Ansbach, Donau-Ries und Weißenburg-Gunzenhausen vor. Die Themen werden wie auf der ganzen Gartenschau behandelt und vorgestellt. Es geht um die Häuserschätze, es geht um die kulinarischen Schätze, es geht um Kunstschätze, um Mundart, alles, was eben die Landkreise hier so besonders macht. Ja, um da jetzt mal einen Durchblick zu bekommen, fange ich jetzt hier mal an, die Fenster zu putzen. So, nicht, dass ich das nicht schon tausendmal gemacht hätte. Ich habe trotzdem noch mal eine kurze Einführung bekommen. Aber ich kann für nichts garantieren. So, also der Ausblick auf Bier und Wein und Streuobst, der ist jetzt schon mal gegeben. Aber den besten Ausblick, den gibt es da oben. Ja, also zu putzen gibt es hier definitiv nichts mehr. Dafür aber eine mega geile Aussicht. Also da hinten ist der Hesselberg, hier der Oettinger Forst. Und wenn man da noch ganz weit hinter schaut, dann sieht man sogar noch die Stadtmauer von Hohentrüdingen. Also auf der Bayerischen Gartenschau Aussicht genießen, definitiv hier im Regionalpavillon.